So, los geht's. Ja, also danke schon mal, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Kein Problem. Und zwar vom Tatfunk haben wir jetzt auch das Thema Social Media. Mhm. Und wir wollen im Gegensatz mal zu den ganzen negativen Aspekten auch mal so Chancen und Möglichkeiten, die man hat, durch Social Media beleuchten. Und ja, haben wir jetzt schon ein bisschen recherchiert über einige Personen und Trends, die durch Social Media bekannt worden sind, Facebook, Twitter etc., YouTube auch, und hätten jetzt da ein paar Fragen dazu. Nur zu, los geht's. Fangst du. Also die erste Frage wäre von uns, welche Social Media sind eigentlich am populärsten und woran liegt das eigentlich? Also derzeit am populärsten weltweit gesehen ist Facebook mit 1,25 Milliarden User. Sicherlich sehr, sehr stark ist Google Plus, was aber nicht so richtig lebt. Google Plus ist man oftmals zwangsmäßig dabei, wenn man den Google-Dienst nutzt. Also da ist noch nicht so richtig Leben drin. Das wird sich zeigen, wie sich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren es kommt. Sehr, sehr populär in den USA und weltweit ist Twitter als Microblogging-Dienst. In den USA auch sehr, sehr stark verbreitet ist Pinterest. Ein Fotonetzwerk, wird vor allem von den Frauen sehr, sehr stark genommen. Ist in Deutschland kaum vorhanden, weil in Deutschland haben wir noch sehr viele Probleme mit dem Urheberrecht. Bei Pinterest ist es so, ich kann ja ein Bild nehmen und auf meine Pinnwand pinnen, also ich klaue ein Bild, wenn ihr so wollt, und baue das drauf. Da widerspricht formal das deutsche Urheberrecht. Also Pinterest zieht noch nicht so in Deutschland. Was natürlich super populär ist in Deutschland und weltweit, ist YouTube als Videonetzwerk, als wichtigstes Videonetzwerk. Alle anderen Netzwerke, die wir so in Deutschland kannten, früher StudiVZ, SchülerVZ, spielen nach keiner Rolle mehr. SchülerVZ ist sowieso eingestellt worden. Es gibt ein Business-Netzwerk in Deutschland namens Xing. Xing ist allerdings stark, nimmt aber immer weiter zurück oder geht weiter zurück und wird abgelöst durch das amerikanische Dependant namens LinkedIn, was den gleichen Aspekt vertritt, aber halt eben weltweit und nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz, irgendwie in den Dachstaaten, sondern eben global. Dann gibt es noch in Deutschland natürlich lokale Netzwerke wie Lokalisten, wer kennt wen, spielt aber nicht so die Rolle derzeit, ganz klar. Größtes soziales Netzwerk ist Facebook und so wie es ausschaut, wird es auch die nächsten Tage so bleiben. Ja, da wären wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage. Wir haben uns nämlich bei unserem Projekt eher mehr auf Facebook, YouTube und Twitter so fixiert. Und da war jetzt unsere Frage, was macht denn den Erfolg aus? Warum fixieren sich Menschen so auf diese sozialen Medien und benutzen die dann auch so stark? Weil es sozial ist, also weil es nichts anderes ist als Kommunikation, als Austausch. Es sind ja soziale Netzwerke, das heißt, ich muss Daten reinstellen, ich finde Freunde, Bekannte, Gleichgesinnte und tausche mich da eben über dieses Medium Netz aus, eben hier an dem Beispiel Facebook. Es gibt soziale Netzwerke, die den Datenschutz komplett berücksichtigen. Beispiel ist Diaspora, da muss ich nichts angeben, aber kein Mensch kennt diese Netzwerke, weil sie halt auch nicht populär sind. Also wichtig ist einfach der Austausch. Es kommt sicherlich eher vom spielerischen Gedanken, ich tausche mich mit irgendjemandem aus, über Landesgrenzen hinweg, über Kontinente hinweg. Mehr und mehr kommt aber auch noch eine andere Sache dazu. Es ist eine wunderbare Sache für Unternehmen, neue Leute zu finden, also Recruiting, Personal suchen, Fachkräfte finden. Ich kann meine Marke stärken, ich kann PR-Öffentlichkeitsarbeit betreiben, also auch da wieder eine Markenschärfung meines Unternehmens. Also und was nicht so stark gesehen wird, Facebook oder andere Netzwerke als Vertriebskanal, um Produkte an den Mann zu bringen, das klappt natürlich hervorragend bei den Amazons dieser Welt, aber beim kleinen Mittelständler vielleicht eher nicht. Der sieht andere Chancen oder kann andere Chancen durch soziale Netzwerke sehen. Als User, von User-Seite her, ist, ich vernetze mich einfach mit Sachen, die mir gefallen, mit meinen Freunden, jetzt den Begriff der Freunde etwas weiterführen als der klassische Freundesbegriff, sondern es sind oftmals Bekannte. Da gilt es natürlich, viele Sachen einzustellen, wie eben Freundeslisten beispielsweise bei Facebook, diese Privatsphäre-Einstellung. Aber im Grunde ist es ein schönes Netzwerk, um über Grenzen hinweg Kontakt zu halten.
Und warum funktioniert jetzt Twitter zum Beispiel in Amerika besser als in Deutschland? Liegt einerseits daran, ich habe bei Twitter 140 Zeichen zur Verfügung. In der klassischen SMS habe ich ja 160 Zeichen, also ich habe weniger Zeichen als bei der SMS. Der große Vorteil der englischen Sprache ist, sie ist kürzer. Das heißt, ich kann mit weniger Worten, mit kürzeren Sätzen größere Botschaften verbreiten. Die deutsche Sprache ist eine sehr, sehr lange, komplizierte Sprache. Damit tun sich die Deutschen erstmal schwer. In Deutschland hat Twitter einen Marktanteil von knapp 6%. Ich mag dieses Wort nicht, aber dennoch ist es irgendeine Art Informationselite, die bei Twitter da dabei ist. Also Leute, die mit Kommunikation, die mit Sprache umgehen können, also Journalisten, Marketing-Fuzzis, eben Leute, die mit Sprache was machen. Und dadurch sind sie zwar nur bei 6%, aber es sind 6% massive Medienentscheider. Und damit ist Twitter ein sehr, sehr starkes Netzwerk, obwohl es zahlenmäßig eben nicht so populär ist wie in anderen Ländern. Aber ich glaube, Twitter kommt noch mehr. Allerdings ist Twitter auch ganz klar kein Netzwerk für Jugendliche, weil Jugendliche oftmals oder Schüler oftmals erst Sprache erlernen müssen, mit Sprache umgehen müssen. Sie brauchen mehr Platz, um Botschaften rauszujagen. Außerdem hat Twitter eine ein bisschen, ja nicht kompliziert, aber hat eine sehr eigene Sprache. Es wird gesteuert über die sogenannten Hashtags, die ja auch jetzt in Facebook eingeführt wurden. Also unter populären Begriffen kann ich danach suchen, kann danach filtern. Es gibt so ja, gängige Abkürzungen wie beispielsweise Mimi als Twitter-Abkürzung, wo der Normalsterbliche sagt, was ist denn das für ein Schmarrn? Bedeutet im Grunde aber beleidigte Leberwurst, jetzt hab dich nicht so. Jammer halt rum. Kommt daher, es gab mal eine Serie namens Muppet Show in den guten alten Zeiten. Da gab es ein Muppet-Labor mit einem Professor Bunsenbrenner und sein Assistent hieß Beaker. Und Beaker konnte nichts sagen, außer immer nur Mimi, Mimi. Und da kommt wenn jemand beleidigt ist, dieses Mimi, Mimi hier. Also man sieht, Twitter hat einen sehr skurrilen Humor da drin. Der ist in Facebook nicht vorhanden. Der Humor in Facebook ist deutlich platter. Es ist deutlich mehr optisch, Video teilen, Bilderchen teilen. Natürlich hier Urheberrechtsverletzungen genauso, aber der Twitter-Humor ist ein sehr, sehr eigener. Es gibt so andere Hashtags, die bekannt sind, wie beispielsweise, wenn ich jemanden tröste oder ein Ei gebe, dann ist das ein Flausch. Ich kann jemanden, ein sehr populärer Hashtag ist aus Gründen. Also ich bin heute beleidigt aus Gründen. Das versteht die Twitter-Welt, das versteht der Normalsterbliche nicht so stark. Auch dieser Humor ist sehr eigen. Damit ist automatisch die Verbreitung in Deutschland, die ja doch eher seriös sind, gehemmt. Wenn wir das jetzt so auf einzelne Personen beziehen, jetzt zum Beispiel eine Persönlichkeit, die sich bei Facebook anmeldet und da dann bekannter wird, was kann man eigentlich mit Facebook alles erreichen? Es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, wie man da auf diese Art und Weise bekannt werden kann. Also ich denke mir als professioneller Mensch, du kannst ein unglaublich starkes Marketing betreiben. Facebook ist ein soziales Medium und ist ein Massenmedium. Das bedeutet, ein Einzelner kann über diese Plattform Facebook oder andere Netzwerke ein Massenmedium bedienen. Das heißt, früher brauchte ich ein Medium wie eine Zeitung, ein Radio, ein Fernsehen, die meine Botschaft in die Welt getragen haben. Diese Filterfunktionen, da hat der Journalist natürlich auch einen Filter ausgeübt, diese Filterfunktionen gehen mehr und mehr zurück. Ich kann als einzelner Autor, beispielsweise als Buchautor, brauche ich vielleicht keinen Verlag mehr, ich brauche auch keine Berichterstattung in Zeitungen, Radio, Fernsehen mehr oder weniger. Kann, wenn ich das gescheit anstelle, eben meine Botschaften in die Welt tragen, weil über diese Vernetzung des sozialen Netzwerks die Benutzung als Massenmedium, ich eine unglaubliche Reichweite habe, weil der Freund meines Freundes kann ja auch mein Freund sein und damit habe ich so einen Schneeballeffekt und damit habe ich mit 2-3 Klicks mehr Auflage als alle deutschen Tageszeitungen zusammen, wenn ich es richtig anstelle. Also ich glaube, es ist vor allem ein Reichweitenthema, ich bediene als Einzelner ein Massenmedium. Habe natürlich auch das Problem dann der Verantwortung, ich kann nicht jeden Schmarrn in die Welt blasen, aber im positiven Sinne, ich kann dieses Medium nutzen, um viele, viele Leute zu erreichen.
Und inwieweit kann dann auch so eine Art von Medien gefährlich werden? Wie immer, es kommt raus, das Medium selber ist das Werkzeug. Mit einem Werkzeug, einem Auto, kann ich in Urlaub fahren, zum Surfen fahren, tolles Werkzeug. Ich kann aber auch mit dem Auto einen Unfall bauen, ich kann 5 Bier saufen und jemanden töten, aber nicht das Auto, das Werkzeug ist schuld, sondern ich als Nutzer dieses Werkzeugs ist schuld. Facebook per se ist ein Werkzeug. Wichtig ist die Medienkompetenz, die dahinter steht. Kann ich dieses Werkzeug richtig einsetzen oder ja, falsch verwenden? Es ist aber kein Problem von Facebook, sondern es ist ein Problem des jeweiligen Bedieners. Da kann nur Aufklärung helfen, da kann Schulung helfen, da kann Wissen helfen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Wenn ich Angst vor irgendwas habe, mache ich Fehler. Und ich merke, derzeit merke ich gerade bei einer Generation 35 bis 54, sie haben vor allem sehr, sehr stark Angst. Sie wissen nicht, wie damit umzugehen ist. Und aus dieser Angst heraus begehen sie Fehler. Und das darf nicht sein. Also müssen wir sehr, sehr stark diese Generation in die Diskussion damit reinbringen. Ich glaube, da wäre der vor, jetzt wäre es gleich kommen, wenn 10 Sekunden oder so, ich glaube, dann müssen wir jetzt antworten, weil die Tennisse macht auch nicht drauf ist. Aber da merkt man, dass Schule ist. Das ist mehr logisches Gefühl. Danke. Zum Beispiel noch die Frage, welche besonderen Ereignisse sind denn für Sie jetzt unvergesslich, wenn Sie an Medien denken? Da gibt es ja so Sachen wie zum Beispiel die Revolution in Libyen. Und in also du meinst an soziale Netzwerke? Ja, genau. Also natürlich, wir haben ein ganz, ganz, wenn man es ins Ausland schaut, die arabische Revolution wurde über soziale Netzwerke mitgesteuert, mitgemacht. Eine arabische Revolution hätte es nicht gegeben, wenn es nicht Facebook, Twitter gegeben hätte. Das ist aber sehr, sehr weit weg. Ich gehe jetzt mal deutlich näher ran bei uns. Nehmen wir das ganze banale Beispiel Stuttgart 21. Mit einem Klick haben die so und so viel zigtausend Leute auf die Straße gebracht. Ob ich jetzt für oder gegen Stuttgart 21 bin. Großprojekte, wie wir sie heute haben, werden nicht mehr einfach so einfach zu machen sein, sondern ich brauche eine verstärkte Bürgerbeteiligung. Wir merken, die Leute da draußen sind nicht politikmüde. Also die Leute interessieren sich für Politik, aber sie sind vielleicht politikermüde. Leute, wenn sie von irgendeinem Thema betroffen sind, engagieren sich. Und wir merken sehr, sehr stark, dass das Netz doch einen gewissen Demokratiegedanken fördert. Was mich persönlich extrem betroffen gemacht hat oder populär gemacht hat, war zwei Sachen. Einmal 2009, als ein Flieger in den Hudson River gefallen ist, notgewässert ist und ein Schlepper hingefahren ist, die Leute gerettet hat, die auf den Tragflächen standen, da hat einer von seinem Schiffchen aus mit seinem iPhone ein Bild gemacht und dieses Bild getwittert. Dieses Bild war innerhalb von Sekundenbruchteile um die Welt. Das war Wahnsinn. Noch bevor die klassischen Nachrichtenagenturen nachgezogen haben. Ein anderes Beispiel, das Töten von Osama Bin Laden. Als das durch diese Navy Seals erfolgte in Pakistan, hat blöderweise im Gebäude gegenüber ein Grafikdesigner, der nachts nicht schlafen konnte, rausgeguckt und sich gedacht hat, warum fliegen denn da Hubschrauber? Und hat es getwittert. Also quasi, wir haben das Live-Killing von Osama Bin Laden, der natürlich nicht wusste, dass es da ist, live in Twitter miterlebt. Und was mich also jetzt vor kurzem fasziniert, erschrocken auch hat, war dieser Boston-Attentäter, diese Leute, die beim Marathonlauf diese Bombe gezündet haben. Das lief natürlich die Massenmedien rauf und runter, aber es lief natürlich auch in den sozialen Netzwerken rauf und runter, die Bilder, die an Marathon waren. Und was dann noch interessanter war, die Jagd auf den Attentäter dann später wurde auch über soziale Netzwerke geführt. Die Polizei, das Bostoner Police Department hat den Menschen auch über soziale Netzwerke gejagt. Also wir haben eine neue Art der Kommunikation und wir müssen alle erst damit lernen, umzugehen. Was kommt dann in Zukunft noch in Bezug auf die Social Media? Also wie wird sich das noch entwickeln? Kommt irgendwas Neues? Oder? Also wenn ich genau wüsste, was kommen würde, dann bin ich nicht hier, sondern hätte ein großes, wunderbares Unternehmen und wäre stinkreich. Nein, ich weiß es nicht, was kommt. Ich bemerke, ein ganz klarer Trend ist bewegte Bilder. Da sind wir in Deutschland noch ein bisschen hinten dran, weil wir das Problem haben der Datenleitungen.
Der Netze, der langsamen Netze, wir haben zwar jetzt LTE, aber es ist immer noch, wir sind immer noch ein bisschen geizig. Aber ich glaube, das bewegte Bild wird noch viel, viel stärker werden. Das Foto kennen wir alle, aber die Leute drehen noch nicht so richtig Videos und veröffentlichen die Sache. Das kommt aber, bin ich mir ganz sicher. Ein klarer Trend ist jetzt spätestens durch die CES, die im Januar in Las Vegas stattfand, die Consumer Electronics Show, Wearable Computer, also die Computer, die ich am Körper trage. Das beste Beispiel, sehr populär, ist natürlich die Google-Brille, Google Glass. Samsung hat im September letzten Jahres auf der Funkausstellung eine Smartwatch vorgestellt. Das heißt, Apple arbeitet an einer iWatch. Ich glaube, dass wir haben jetzt durch Nike und wie sie alle heißen, irgendwelche Software, Hardware am Körper, die Daten aufnehmen, da die Daten teilen. Also ich glaube, da dieser Trend wird sehr, sehr viel stärker werden. Der Trend Rechner, also Computer, Tower, Laptops, das wird mehr und mehr zurückgehen. Wir leben jetzt ganz klar in einem Post-PC-Zeitalter, also diese tragbaren Geschichten, angefangen eben vom Smartphone, übers Tablet, mehr und mehr die Rechner, die ich jetzt am Körper trage, wird zunehmen und die Vernetzung wird weiter zunehmen. Vielleicht wird es im Automobilbereich noch stärker Einzug halten. Ich habe gestern die ersten Videos gesehen, dass das iOS, das Betriebssystem von Apple, jetzt ins Auto integriert werden kann. Android, also Google, arbeitet mit anderen Automobilherstellern zusammen. Also ich glaube, diese komplette Vernetzung im positiven wie auch im negativen Sinne wird mehr und mehr reinkommen. Ich glaube, da geht der Trend hin. Und ein klarer Trend ist für mich das Internet der Dinge. Bedeutet ganz banal 3D-Druck. Wir haben heute schon jetzt durch MakerBot und wie sie alle heißen, die Hersteller, die Möglichkeiten, Ersatzteile fürs Auto oder für irgendwelche Modelle oder für irgendwelche Sachen selber zu Hause zu drucken in einer 1A-Qualität. Ich glaube, da wird noch eine stärkere Distribution übers Netz erfolgen. Da gilt die alte Regel von einem großen Mann des MITs, Nicolas Negroponte, der mal in den 90ern ein Buch geschrieben hat namens Total Digital. Und in diesem Buch steht drin, alle Sachen, die du digital vertreiben, distribuieren kannst, werden künftig digital vertrieben werden. Es hat begonnen, erinnern wir uns noch an die digitalen Fotos, ging mit der Musik weiter. Jetzt derzeit sind die Filme. Die Filme werden künftig aus der Wolke geladen. Plattformen wie Watch Ever oder Love Film werden zunehmen. Netflix als großer amerikanischer Videodistributor kommt nach Europa. Spotify ist Musikstreaming, da passiert einfach enorm was und das wird miteinander mehr und mehr vernetzt. Hängt aber daran, es geht nur, wenn wir starke Datenleitungen haben. Da spielen wir in Bayern noch nicht ganz vorne mit. Deutschland ist auch nicht so berauschend voll dabei. Wir reden zwar gerne darüber, aber wir müssen jetzt endlich mal Taten folgen lassen. Und was sollte man bei Social Media eventuell noch verbessern? Also ich denke, bei Social Media sollte man vor allem die Schulung der Leute verbessern, die Schulung der Anwender. Wir nutzen es, ihr nutzt es, alles kein Problem. Es ist auch kein Problem, irgendein Foto zu teilen oder ein Video zu kommentieren. Ich glaube, wissen, was da passiert, ist wichtig. Es gibt so die Idee, beispielsweise eines, ich sage jetzt mal, deutschen Facebooks. Und damit meine ich im Grunde, es könnte eine Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender sein, eine Art soziales Netzwerk an den Tag zu bringen, das von meinen Gebühren finanziert wird, weil ich will nicht unbedingt Traumschiff sehen oder Landarzt, was mit meinen Gebühren passiert. Ich muss sie allerdings zahlen. Ich hätte gerne beispielsweise ein soziales Netzwerk, was von solchen Organisationen betrieben wird, wo meine Daten sicher sind. Jetzt landen die ganzen Daten bei privaten Unternehmen, Facebook, Google und so weiter. Und die Gefahr ist, da gibt es eine Aussage im Buch namens Filterbubble, also ich habe das Problem, alles, was mir Google und Facebook zeigt, ist ja nicht die Wahrheit, sondern ist auf mich relevante Suchergebnisse. Es ist nicht die Wahrheit, die ich da sehe. Wenn ich Freunde habe bei einer Partei A und bei einer Partei B, ich aber eher bei der Partei B klicke, wird mir Facebook beispielsweise alle Freunde oder alle Posts der Partei A rauskillen, die werden gar nicht angezeigt. Das sehe ich als massive Gefahr. Ich lebe in einer Filterblase, werde nicht mehr mit Sachen konfrontiert, die unangenehm sind, die überraschend sind. Da braucht es mehr Aufklärung und da hoffe ich auch, dass Netzwerke wie Google oder Facebook endlich einlenken und ein bisschen mehr breiter sich darstellen,
und das Internet, wie ich es gekannt habe, das Internet der Freiheit, wiederherstellen und nicht mehr ein Internet der Algorithmen. In unserer Sendung stellen wir zum Teil auch Personen dar, die berühmt geworden sind, also was heißt berühmt, eher bekannt. Mhm. Und zum Beispiel haben wir da jetzt eine Person, das ist Liv Lloyd, ein bekannter YouTuber. Mhm. Und der stellt politische Nachrichten oder einfach die Dinge, die momentan in der Welt passieren, auf eine Art und Weise dar, wie Jugendliche sie ansprechend finden. Wie finden Sie jetzt zum Beispiel so eine Person, die also versucht, nicht nur irgendetwas mitzuteilen, so wie es die meisten Nutzer tun in den Massenmedien, sondern wirklich auch versucht, etwas rüberzubringen, was andere vielleicht auch weiterbilden könnte? Also Bildung ist nie was Schlechtes. Und wenn man es eben schafft, über humorvolle Darstellung, warum denn nicht? Grundsätzlich, er hat es verstanden, dass er ein Massenmedium bedient. Und das ist schon mal der erste Schritt. Jeder von uns kann diese Massenmedien bedienen. Jeder von uns kann die Beatles sein, weil wir diese Instrumente haben, weil wir die Sachen haben, die alle kostenlos sind. Dann nutzen wir endlich mal die Sachen und produzieren Inhalte. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und nicht nur, wir konsumieren Inhalte, sondern produzieren mal Sachen selber. So wie ihr produziert was, ihr schafft Content, das finde ich genial. Er macht es halt in seiner humorvollen Art und Weise. Andere machen es wieder anders. Es gibt andere Beispiele. Ich habe jetzt hier, weil wir in Schulen sind, einen Menschen aus Niederbayern mal gezeigt, den Dorfwuchs, der Mathe-Probleme singt und sie so rüberbringt. Und vielleicht bringt es den einen oder anderen Schüler dazu, dass er sich für Mathematik interessiert. Es wird kein Millionenpublikum treffen, aber die Dinger sind extrem populär. Bei manchen Leuten, ich finde das super und ich hoffe, dass mehr und mehr Leute eben die Werkzeuge, die wir haben, vor allem Smartphones, dazu nutzen, über diese Plattformen was zu schaffen. Und das ist doch super. Und jetzt nochmal eine Frage zurück zu den ganzen einzelnen Social Media wie Facebook, YouTube, was die auszeichnet, warum gerade die so populär sind und so bekannt und warum die am meisten genutzt werden. Das Einfachste ist, die beste Bekundung bei Facebook ist welche? Wenn mir das gefällt? Liken, genau. Das ist das Ei-Ei. Das ist im Grunde in der Bedürfnispyramide, ich will gemocht werden, ich will belohnt werden. Und ich kann ganz einfach, das hat der Zuckerberg wunderbar genial erkannt, ich kann viel loben. Ich kann was reinschreiben und werde dafür gelobt. Und Leute sammeln Likes und sagen, ey, ist das toll. Guck mal, wie viele Likes habe ich denn? Da kommen natürlich noch die Kommentare hinzu. Das ist noch ein höherer Wert. Aber der Like, das gefällt mir. Die Sucht nach Anerkennung, das ist einfach typisch, urtypisch menschlich. Nachdem die Grundbedürfnisse befriedigt sind, will ich Anerkennung. Ich kann Anerkennung geben durch Geld, aber Geld ist auf Dauer keine Anerkennung. Ich will Lob haben. Lob ist das beste Führungsmittel innerhalb des Managements. Und das ist jetzt Management für alle. Ich kann jemandem sagen, hey, dein Video, dein Post, dein Bild gefällt mir, ich like es und ich fühle mich gut dabei. Also das ist ganz einfache Küchenpsychologie und das funktioniert. Und bei YouTube zum Beispiel, weil bei Facebook ist es ja so, dass jetzt, wie Sie gesagt haben, die Anerkennung und den Lob und auch das Marketing durch Facebook, was ist jetzt bei YouTube das Ausschlaggebende? Die Klickzahlen natürlich. Also je mehr Leute geklickt haben, desto mehr Leute, die sich dieses Video angeschaut haben. Das ist natürlich eine Sache. Natürlich hat, das gefällt mir bei YouTube, der Daumen nach oben. Es ist ja verkoppelt jetzt mit Google Plus. Das ist ja also quasi, gefällt mir bei Google Plus als Lob. Wenn man mal ehrlich ist, muss man mal reinschauen in die Verweildauer, wie lange werden die Videos eigentlich angeschaut, dann kommt oftmals Ernüchterung, weil viele Leute sind nach ein paar Sekunden schon weg und schauen sich ein Video nicht bis zum Ende an, aber trotzdem eine ganz klare Geschichte ist die Reichweite. Guck mal, so und so viele Leute haben sich das Video angeschaut. Da ist natürlich noch das nächste Thema, ich kann durch Videos unter anderem Geld verdienen. Wenn ich viele Klicks habe und mich an einem Affiliate-Programm von Google beteilige, bekomme ich 2, 3, 4, 5 Euro rüber und das sind jetzt nicht nur 2, 3, 4, 5 Euro, sondern wenn ich es richtig gescheit mache, kann ich da richtig Geld verdienen mit, einfach durch die Werbeeinnahmen, die Google halt an mich weitergibt, weil ich ein populäres Video habe. Da sehe ich viele, viele Jugendliche vor allem, die darauf abfahren und einfach ja, wie blöd klicken und im Grunde sich ein tolles Zubrot verdienen. Ist in den USA sicherlich verbreiteter als in Europa oder in Deutschland.
Ja, dann noch eine kurze Frage zum Schluss. Welche Social Media nutzen eigentlich Sie und wie viel und welches ist eigentlich Ihr Lieblings-Social Media? Also ich nutze sehr viel, weil ich es beruflich natürlich machen muss. Ich sollte einigermaßen auf dem Up-to-Date sein. Also ich nutze sehr, sehr regelmäßig Twitter und Facebook als die beiden großen Netzwerke. Ich nutze Xing ein bisschen, ich nutze LinkedIn mehr und mehr. Ich nutze sehr, sehr stark YouTube. Ich nutze sehr, sehr stark Instagram als Netzwerk. Ich spiele, das ist noch ein Spiel, mehr mit Pinterest herum, aber sehe da ein riesiges Potenzial, was da einfach wirklich geht. Ich nutze nicht WhatsApp, einfach aus Datenschutzproblematik. Ich habe ein Handy, wo WhatsApp draufläuft, um es zu demonstrieren, aber mein Smartphone, was ich hauptsächlich benutze, sind halt einfach die Adressen drauf. Daher nutze ich WhatsApp nicht. Im Grunde versuche ich, ja, an vielen Sachen teilzuhaben, merke aber, ich kann nicht alles machen und natürlich, jetzt habe ich es vergessen und wie alle, wie es immer vergessen, ich nutze mehr und mehr Google Plus. Nicht, weil ich in Google Plus glaube, dass da so viel der Punk abgeht gerade, aber scheinbar vielleicht koppelt Google das Suchergebnis mit meiner Google Plus Mitgliedschaft und meiner Aktivität auf Google Plus. Und ich habe das Gefühl, und ich kann es nicht beweisen, das ist eine reine Gefühlssache, dass je mehr ich Google Plus nutze, mein Suchergebnis, mein PageRank bei Google deutlich höher ist, als wenn ich es nicht nutze. Dann vielen Dank für das Interview. Das hat uns wirklich sehr weitergeholfen. Super, Dankeschön. Super. Ich mache mal ein Foto, oder? Machen wir mal ein Foto. Hier das Ding ist.